Gut. Der Gegner hier sieht doch immerhin schon mal etwas logischer aus. Irgendwie nach einer Möglichkeit, das Ganze zu überleben. Oh, gut. Und wir müssen... Das war knapp. Jetzt haben wir bloß unseren Pfeil nicht mehr. Aua. Und wir haben anscheinend auch nicht viel Zeit, weil einfach die Kiste den ganzen Raum voller Goldmünzen wirft. Ja, ich entschuldige mich auf jeden Fall jetzt schon mal hierfür, dass wir hier in einer Stunde Spielzeit nur einen Gegner gerade besiegt haben. Und wir ja das Let's Play dadurch doch etwas in die Länge ziehen. Ich hoffe nicht, dass das ein Dauerzustand sein wird, dass wir hier quasi permanent jeden Boss 100 Mal tryen, bis wir hier irgendwann mal eine Lösung finden. So, jetzt kippt die Kiste um und jetzt schießt sie gleich auf uns. Und leider verfehlt, okay. Ob das wirklich so offensichtlich ist, dass man einfach bloß das Gesicht dieser Kiste treffen muss? Das wäre jetzt das Offensichtlichste. Auf jeden Fall. Allerdings, ja, keine Ahnung, momentan so wirklich, was wir hier machen müssen, wie wir hier weiterkommen. Boah. Gut, diese Kiste hat auf jeden Fall schon mal wieder einen kryptischen Namen. Ist schon mal positiv auf jeden Fall. So, wir haben die Kiste getroffen und es passierte nichts. Was können wir denn noch machen? Was bleibt uns denn jetzt gerade noch bei der Kiste? Mit Gold beschießen geht garantiert nicht, weil wie auch. Wir haben ja kein Gold. Wir können quasi gerade nichts machen außer sterben, habe ich das Gefühl. So, jetzt kommen wieder diese Goldmünzen. Die fliegen dort rum. Er teleportiert sich und kippt um. Wir gucken einfach mal, was sie noch kann. So, da schießt das Teil. Jetzt hüpft es wieder und kippt um. Ach nee, es schießt jetzt raus. Okay. Jetzt schießt es wieder eine Münze. Okay, jetzt kippt es um. Okay, jetzt schießt es weitere Münzen. Ach Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir bei den Bossen gerade machen sollen. Wir gehen wieder zurück in die Lava-Welt, wo wir eigentlich hin wollten. Mir fehlen gerade einfach die Ideen bei den Bossen, was das Rätsels Lösung sein könnte. So, ich glaube, von hier sind wir gekommen, diese Treppen hier runtergefallen. Genau, hier ist wieder die chinesische Mauer. Einmal rüber auf die andere Seite vom Wasser. Hier können wir die Treppen wieder runterfallen, genau. Und dann gehen wir hinein und gucken mal in der Lava-Welt. Hier hatten wir ja auch schon so ein magisches Ding gefunden, was uns hier die Tür, also so ein Boss-Möglichkeiten bietet. Soweit ich es gesehen hatte, waren es ja drei Stück. Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal wieder. Kugel runter und weiter runter. Upsala. Einmal falsch und wir sind wieder unten. Im Notfall gehen wir halt zurück zum Yeti. Im schlimmsten Fall. So drei Welten soll es hier geben. Drei Bosse. Einer wird dort dieser dort sein. Schätze ich mal. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Oder ob wir da überhaupt hin müssen. Aber vorerst hier runter. Und eine Welt mit Blumen. Okay, wir kämpfen als erstes wieder gegen den Kopf des Übels. So, okay, wir müssen anscheinend an seinen Antrieb hinten. Uiuiuiuiuiui, unser Pfeil, wir brauchen unseren Pfeil. Okay. Das Ding hat hinten so eine Art Motor. Und wir sind in der Falle, wir sitzen in der Falle, wir sitzen doch garantiert jetzt in der Falle, oder? Und den haben wir geschafft. Der war doch jetzt etwas einfacher gerade. War zwar auch ein bisschen Glück, dass ich im richtigen Moment dort geschossen habe, aber das gehört bei dem Spiel ja dazu. So, zwei Gegner in einer Stunde. Was für eine Ausbeute. So, das war jetzt wieder der Kopf.
des Ganzen hier anscheinend? Oder wann zählte der Totenkopf in der Mitte einfach nur als der Kopf der Arme? So, das war der linke Flügel. Jetzt gucken wir mal zur anderen Seite. Zwei Gegner fehlen ja noch. So, gehen wir hier hinein oder ist das der Weg wieder zurück in die Eiswelt? Nein? Okay. Das Ding hat ein riesen Auge. So, wir müssen einfach mal ein bisschen gucken, was dieses Teil so macht. Okay, es macht eine riesen Feuerspur. Hinterlässt es. Und rollt uns einfach platt. Okay, hier ist aber wieder auf jeden Fall eindeutig ersichtlich, worauf wir es abgesehen haben. Sowas freut mich ja momentan immerhin schon mal. So war das... Nee, hier rein war das nicht, sondern hier hinten durch, genau. Das war hier rein. So, jetzt aktiviert sich das Ganze und rollt... Versucht es, wollte ich gerade sagen, uns erstmal platt zu rollen. Nein, es rollt uns erstmal platt. Warum auch nicht? Und wieder auf ein neues ins Verderben. Denn Sterben macht hier so, so viel Spaß. In diesem Spiel. Dieses Spiel besteht ja eigentlich nur aus Todsein. So, jetzt muss ich das Auge nur irgendwie so drehen, dass wir hineinschießen können. Theoretisch. Okay. Wir müssen es erwischen, bevor es ein zweites Mal schnell wird, weil der Raum füllt sich ja mit dem Feuer. Es despawnt zwar, habe ich gerade gesehen, im Hintergrund. Was aber jetzt auch nicht so viel bringt, weil wir vorher tot sind. Okay, wir schießen drauf auf es, holen uns den Pfeil wieder. Und dann knallt es gleich gegen die Wand. Und dann müssen wir im richtigen Moment irgendwie treffen. Perfekt. Zweiter Gegner in der Feuerwelt. So, und das Licht erfüllt uns. Werden wir dadurch etwas stärker? Na, wahrscheinlich eher nicht. Und wir landen sanft auf dem Boden. Und haben Gegner Nummer 2 besiegt. Jetzt müssen wir hier in der Gegend bloß Gegner Nummer 3 erstmal finden. Können wir hier rüberspringen? Nee, das ist eine Balustrade, okay. Hier geht's auch nicht weiter, okay. So, das waren jetzt die Äußeren, jetzt fehlt der Mittlere. Der Mittlere sieht ganz stark aus, als wäre der das hier vorne. Aber da kommen wir ja nicht ran. Und hier geht's auch nicht weiter. So, jetzt wird der dritte bedeutet also schwierig empfinden hier anscheinend. Den müssen wir erstmal suchen. Hier hoch. Vielleicht direkt hinterm Lavafall. Haha, da gibt es einen Eingang. Und es ist eine riesen... Ein riesen... Was auch immer. Okay. Und wir sind erstmal tot. Müssen wir in den geöffneten... Ja, in den geöffneten Mund müssen wir schießen. Natürlich meine ich den geöffneten. Jetzt habe ich schon das Sprechen hier verlernt bei dem ganzen Sterben im Titanenreich. Gut, versuchen wir es weiter. So, jetzt schießt er mit seinem Feuer. Das zieht er auch an. Okay, das war knapp. Er zieht es wieder zu sich und spuckt aus. Er zieht... Haha. Gut. So geht das nämlich nicht, aber vielleicht müssen wir ihn einfach in der Nähe dieses Feuers locken. Okay, können wir gar nicht. Ah, er zieht auch unseren Pfeil an. Also ein bisschen aufpassen, dass wir daran nicht sterben. Er hat unseren Pfeil geschluckt, er hat unseren Pfeil geschluckt. Na komm schon, Pfeil. Er hat unseren Pfeil geschluckt. Aber ich habe unseren Pfeil nicht wiederbekommen. Das Ding kann doch nicht einmal unseren einzigen Pfeil schlucken und er verspeisen. Aber ich denke mal, das ist genau der Sinn der Sache hier bei dem. Den Pfeil einsaugen zu lassen.
Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Wir saugen quasi den Gegner auf diese Feuerdinger, diese Explosionsteile. Er schluckt unseren Pfeil und wenn wir den anziehen, saugen wir nämlich ihn an und dann ziehen wir ihn einfach auf diese Explosionsding. So, unser Pfeil kann ja ruhig da liegen bleiben, den brauchen wir eh gerade nicht. Ah, okay. Jetzt hat er nicht richtig angezogen, aber das Teil liegt auch einfach viel, viel zu weit weg. Na komm schon, Pfeil. Na, das war auch wieder blöd geworfen. Okay, gut, das war jetzt ein bisschen blödes Timing gerade mit dem Pfeil. Der Boss sieht aber lustig aus und die Feuerwelt hier gefällt mir um einiges besser als Schnee und auch als, ja, was auch immer das letzte dort war, dieses legendäre Reich dort. So, den holen wir uns wieder. Oh, jetzt hat er ihn schon geschluckt. Oh, das Ding ist so viel zu weit gezogen. Okay, es ist auch futsch. Da kriegen wir ihn nie hingezogen. Nein, das dachte ich mir schon. Schwierig, schwierig, aber immerhin wissen wir, was wir machen müssen. Also, wir glauben zu wissen, was wir machen müssen. Das heißt, wieder hinein in die Welt und auf ein neues im fröhlichen Sterbeland. So, jetzt hat er das erstmal geschluckt. So, und jetzt holen wir ihn dichter. Und er ist auf jeden Fall schon mal... Ja, perfekt, so funktioniert's. Und danach wäre der Kristall gerade freigelegt. Wir dürfen bloß nicht so dicht stehen. Komm, das schaffen wir jetzt. Und dann holen wir uns seinen innersten Kristall. Wir überwinden unseren Schweinehund und holen uns seinen Kristall. Wir brauchen schon einen Schweinehund. So, geschluckt hat er ihn schon mal. Das war blöd. Okay, wir dürfen uns auf jeden Fall nicht in die Ecke drängen lassen. Sonst wären wir gegrillt. Hey, wieder eine weitere Todesart. Grillen. Wie unser Kumpel wohl schmeckt. So ganz gegrillt. Unser Pfeil steckt nicht in ihm, okay. So, das Ding liegt jetzt natürlich richtig, richtig blöd und er hat's geschluckt. So, komm schon. Gib uns ein neues. So, jetzt löst er das da hinten erstmal aus. Genau. Und jetzt gibt er uns auch bestimmt ein neues. Genau, super. Und dann komm mal dichter. Ah, schade. So, jetzt aber. Komm schon, komm schon. Nein, wieder gestorben an dem Feuer.